Ja, liebe Gäste, liebe Lauffans, liebe Familienangehörige auch zum Teil, willkommen hier auf dem Münsterplatz. Zieleinlauf beim Einstein-Marathon 2017. Hier die 10 schnellsten Herren beim Sparkassen-Marathon. Top 10 2017. Platz 10 aus dem Radio 7 Laufteam, Armin Buck. In einer tollen Endzeit von 2:52:39. Platz 9, Spitalhof Gemeinschaftsschule in einer, ups, von Winde vor Weh, 2:52:37, Martin Felber. Applaus, Gratulation an Martin Felber. Muss man mal sagen, tolles Schulprojekt hier in Ulm, tolle Gemeinschaftsschule und viele, viele glückliche Schüler in der Spitalhofschule und natürlich mit so einem schnellen Laufteam, da kann ja nicht viel schief gehen. Dann das größte Laufteam auf Platz 8 gelandet. Team Thema Ratio Farm, Bernd Föhringer, Platz 8 in 2:47:02. Platz 7, SSV Ulm 18:46, Michael Strecke. Und er war schneller als im Vorjahr, der Michael. 2:44:36, 4. Heute ein gutes Wetter für persönliche Bestzeiten, vielleicht auch für Platz 6. Unterwegs für die Muckipflege, auch eine tolle Einrichtung. 2:44:22:1, Thomas Schlecher. Wir kommen zu den Top 5. Platz 5, 2:43:41:7, TSG Giengen, Mohamed Ramey. Platz 4, Zeiss Sportsteam, Arbeit Weigel, Viertplatzierter, 2:42:49:8. Und hier sind die Top 3, 2:41:47:6 vom Teamliebherr Marco Heider. Ja, im Vorjahr war er ebenfalls Dritter und heuer eine Minute schneller. Gratulation an den Marco. Ein Jahr älter, eine Minute schneller. Unser Erstplatzierter 5 Minuten schneller als der Zweitplatzierte. Also souverän gewonnen vom MTV Freiheit e.V. Platz 1 in 2:36:18. Tobias Babel. Tobias, der in Hannover wohnt, zum Heimatbesuch in Ulm und ihn genutzt hat zu seinem größten läuferischen Erfolg in neuer persönlichen Bestzeit, der 13. Marathonsieger des Einstein-Marathons 2017. Also nochmal Applaus für den Sieger und bitte jetzt alle in einer Reihe. Vertreter von Sparkasse und Stadt, von unseren Partnern und Sponsoren, von Goldorf und der Südwestpresse, die schnellsten Männer beim Sparkassenmarathon, beim Einstein-Marathon. Ja, danke an den Herrn, danke an alle, danke natürlich an Frau Freund vom Goldochsen und natürlich dann an die Athleten. Kommt im nächsten Jahr wieder, freut euch schon heute auf die 14. Auflage Einstein-Marathon 2018. Wir kommen zur Siegerehrung der 10 schnellsten Frauen über die Marathonstrecke beim Einstein-Marathon 2017. Die Siegerehrung nehmen wiederum vor Gunter Zisch, Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Ulrike Freund von unserem Partner Goldochsen und Karl Bachende von der Südwestpresse Manfred Osterdorf für die Sparkasse Ulm. Wir rufen auf die Top 10 bei den Frauen. Und hier ist Platz 10. Da freue ich mich natürlich ganz besonders aus dem wirklich sehr, sehr großen Radio 7 Laufteam. Mit einer 3:29:15:07 Sonja Buluschek. Sonja! Wahrscheinlich schon beim Auslaufen. Deswegen jetzt Platz 9 von Wörz Innenausbau 3:25:39:6 Ramona Kugler-Wörz. Ja, das ist Ramona.
Platz 8 aus Stuttgart, Sabine Schreck im 3:21.56.7. Gratulation an Sabine von der aus der Landeshauptstadt, aus der Stadt, die leider noch keinen Marathon hat. Sturgut. Dann eine von zwei unter den Top 10 aus dem Team Teva Ratio Farm. Hier ist Platz 7, Sibylle Horst in 3:17.19. Ja, top. Zeit hätte im Vorjahr gereicht. Für Rang 4. Auf Platz 6, Essex Frontrunner Martina Dannheimer, 3:16.18.5. Ja, das ist auch eine Besonderheit. Essex Frontrunner. Deutschlandweit unterwegs, da geht es nicht unbedingt nach Zeit, nach Leistung, sondern nach Likes, wie man im Netz sich verkauft, und sie kann das gut, und aus diesem Grunde wird sie, so wie ich, von der Firma Essex unterstützt. Auf Platz 5, Team Teva Ratio Farm, die zweite Vertreterin, Carina Götz in 3:15.46.8. Ihr größter Erfolg, Carina, oder? Oh. Ihr Glück kann sie noch mal so richtig zeigen. Aber wenn sie jetzt aus der Hand von Herrn Oberbürgermeister, von Frau Freund, die Glückwünsche entgegennimmt, dann weiß sie, es ist wahr, ich bin Dritte in Ulm. Platz 4, Sparda Team Rechberghausen, Tanja Massauer, 3:14.56.2. Auch die Tanja ist glücklich, Bestzeit laufend. Ja, aber kannst du nicht oft genug sagen, heute Bestzeitenwetter, es waren natürlich optimale Bedingungen. Am Start vielleicht ein bisschen frisch, aber auf der Strecke eigentlich perfekt. Hier unser Treppchen, die Top 3 Platzierten. In 3:13.065 vom Team Band Leon, Claudia Volz. Auch die Claudia Bestzeit, bitte. Gratulation! Also von der Dichte, Herr Mark, glaube ich, das stärkste Rennen der letzten 12 Jahre. Dann in einer 3:07.25, also hier deutlich unter der 3:10 vom Sportclub Vilsthal, Platz 2, Julia Laub. Julia, ebenfalls Bestzeit. Ihr Glück kann sie kaum fassen. Julia, die Zweitplatzierte. Ja, das Grinsen ist fast 42 Kilometer breit. Und jetzt kommt die Frau, die sich heute tatsächlich viel vorgenommen hatte, und das ist natürlich immer so ein Wagnis, wenn man schon am Start sagt, ich will heute wirklich gut laufen, aber sie hat das eingelöst, was sie sich vorgenommen hat. Du weißt, Startnummer 127. Die Startnummer 127, 13 Minuten und 17 Sekunden schneller als die Zweitplatzierte. In 2:54.086. LC Breisgau, die Siegerin beim Einstein-Marathon 2017 über die Marathonstrecke, Susanne Gölz. Heute hier beim Marathon, bei der 13. Auflage, Einstein-Marathon Ulm am 17. September 2017. Dank an dieser Stelle an Frau Freund Goldochsen, dank an Obermeister, dank an Herrn Oster, dank an Herrn Bachalle und ein Dank an die Athleten mit viel Applaus. Bitte noch einmal. Die Hände zusammen. Gratulation. Und jetzt der Song der Sieger. Und wir genießen es jetzt noch. 30 Sekunden. Ja, viele Bestzeiten hier auf der Bühne. Gratulation an die Läuferinnen. Herzlichen Dank an unsere Sponsoren, die Vertreter. Frau Freund und Richter Freund von Goldochsen, Manfred Oster von der Sparkasse. Untertisch, Oberbürgermeisterin und Herr Bachle von der Südwestpresse. Wir feiern unsere schnellen Damen. Noch ein letztes Foto. Herzlichen Glückwunsch. Und uns das Foto, das letzte Foto, dieses Foto, in dieser Zusammenstellung. Leider, Herr Oster, nicht mehr mit Ihnen im nächsten Jahr. Aber es werden andere Namen sein.
einmalig, dieses Foto. Dank an euch alle. Mädels, ihr wart klasse. Dank an die Sponsoren. Dank an Frau Thron. Mosi, Tage wie diesen dahinter schießen. Der DJ Arthur. So, und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes. Wir haben vorher gesagt, es geht nicht allein. Das machen wir erst noch, dann erst. Dann bleibt er nochmal stehen. Dann kommt er jetzt nochmal nach vorne und dann macht man ein bisschen so eine Gasse. Eine Gasse. Ja, durch diese hohle Gasse sollen sie kommen. Jawohl, schwierig. Es geht heute nicht nur um Leistung, sondern es geht auch um ein Miteinander. Und wir freuen uns, an dieser Stelle verkünden zu können, dass sich die Best Presse die Aktion 100.000, 7.777 Euro an Laufen für ein Kinderlachen gesammelt hat. Also, herzlichen Dank. Kommen wir entgegen. Für einen sozialen Zweck in dieser schönen Stadt. All die Jahre. Da kommt er aus dem schönen Söflingen. Der gute Ulmer kommt daher. Wenn wir im Wohnhaus unten drin, das kann einfach nur gut laufen. Und die Musik hoch und die Hände nochmal zum Dankeschön.